betrachten heute die Prozentrechnung. Und zwar wollen wir drei Videos drehen. Da haben wir einmal die Berechnung des Prozentwertes, dann die Berechnung des Grundwertes und die Berechnung des Prozentsatzes. Unsere erste Aufgabe bezieht sich auf den Prozentwert. Ich habe hier nochmal die wichtigen Größen aufgeschrieben. Mit G bezeichnen wir den Grundwert, mit groß W den Prozentwert und klein b ist der Prozentsatz. Wichtig wäre, dass wir diese Beziehung kennen. Der Grundwert verhält sich zu 100 wie der Prozentwert zum Prozentsatz. Und diese Beziehung finden wir natürlich immer in unseren Formelsammlungen, aber von der gehen wir aus. Folgende Aufgabe. Luca will sich ein neues Fahrrad für 857 Euro kaufen. Wegen eines kleinen Schadens gewährt der Händler einen Preisnachlass von 18%. Und wir wollen jetzt wissen, wie viel Euro spart Luca. Wir suchen uns bei jeder Aufgabe die gegebenen Werte heraus. Gegeben sind der Grundwert mit 857 Euro und der Prozentsatz mit 18%. Und gesucht ist dann der Prozentwert. Ich gehe nochmal aus von der allgemeinen Formel. Grundwert zu 100 wie Prozentwert zum Prozentsatz. Und löse dann diese Gleichung nach W auf. Und W ist dann immer G mal P durch 100, also das Kreuzprodukt durch den Rest, machen wir diese Gleichung, die Werte eingesetzt, dann haben wir für W gleich 857 Euro mal 18% durch 100%, hier kürzen sich die Prozente, dann bleibt ein Wert von 154,26 Euro, das heißt, das ist die gesparte Summe. Eine zweite Möglichkeit wäre, dass wir das Ganze mit dem Dreisatz lösen. Und da haben wir Folgendes. Wir setzen den Grundwert mit 100%, also 100% entsprechend 857 Euro. Dann gehen wir auf 1% runter. Das heißt, wir dividieren das Ganze durch 100, dann haben wir 1%. Dann muss ich natürlich auch hier die 857 durch 100 dividieren. Das wären übrigens 8,57 und dann gehe ich auf 18%, also mal 18, dann haben wir 18% entsprechend 857 mal 18% durch 100% und das ist wieder genau der Wert von 154,26 Euro. Das wäre die erste Aufgabe. Okay, bisher.